Guten Abend, Sachsen, hallo Deutschland. Ich grüße euch heute wieder mal aus dem schönen Waldheim der Perle des Zschopautals. Ich stehe hier vor dem geschmückten, leuchtenden Weihnachtsbaum, denn es ist bald wieder soweit. Ihr habt es sicherlich auch mitbekommen, diese Woche am 8. Dezember, ich habe es schon in einem anderen Video auf TikTok erklärt, wird ja der Bundestag, die jetzige Ampelregierung, 2 Jahre alt. Das heißt, am 8. Dezember haben die Mitglieder der Ampelregierung ein Anrecht auf ihre Pension von 4.000 Euro. Ihr habt richtig gehört, 4.000 Euro. Sie haben das deutsche Land an die Wand gefahren, die Wirtschaft zerstört, die Energie platt gemacht. Man hat es jetzt auch wieder auf dem Gipfeltreffen mitbekommen, als die Mehrheit der Staaten für Atomkraftwerke gestimmt hat, Deutschland und einige andere eben nicht. Sie feiern weiterhin ihren Flatterstrom und hier muss irgendwo eine Grenze sein. Hier ist Schluss. Das Volk, Entschuldigung, das Volk hat sich immer wieder gesagt, wir wollen Neuwahlen. Es wurde ignoriert von der Bundesregierung, von der Ampelregierung, weil sie nur das Geld der Steuerzahler mit vollen Händen verprassen. Ohne Sinn und ohne Hintergrund. Und auch deswegen hat sich Waldheim heute hier wieder versammelt, um genau gegen diese Missstände auf die Straße zu gehen und zu protestieren. Denn es sind keine Rechten, die auf der Straße sind, sondern es sind Bürger, die Schnauze gestrichen voll haben mit der Situation in Deutschland. Man hat es ja auch jetzt wieder gesehen, Steinmeier in seiner Maschine stand da wie ein Klotz und keinen hat es interessiert. Und das ist ein Bild, welches Deutschland in der Welt ausstrahlt, das wirklich das Sau kraust. Es gab einmal diesen schönen Spruch, am deutschen Wesen wird die Welt genesen, aber das wird mit Macht zerstört und kaputt gemacht. Und genau aus diesem Grund wehrt euch. Geht auf die Straßen und lasst es nicht zu, dass Deutschland weiter zerstört wird. Wie gesagt, ich bin heute hier in Waldheim für euch und ich zeige euch jetzt hier einige Bilder von den Bürgern, die sich versammelt haben. Ja, es sind 2 Grad minus, nicht minus 4,5, wie es die letzten Tage war. Und ich muss dazu auch sagen, die Waldbrandgefahr scheint wieder zu steigen. Kleiner Insider, das ist das Rathaus von Waldheim. Der schöne Tannenbaum hier in Waldheim. Es hat schön geschneit die letzten Tage, dank dem Klimawandel. Und hier sind die Bürger in Waldheim. Die Polizei ist auch wieder mit vor Ort, weil man kann mündige Bürger ja nicht alleine auf die Straße lassen. Fehlt nur noch, dass für jeden Einkauf ein Polizeiwagen abgestellt wird, damit das ja friedlich bleibt. Und wie jede Woche, auch wenn Sie es nicht vermuten, wir sind die Guten. Und natürlich auch der MDL Lars Kubi ist dabei aus dem Sächsischen Landtag von der Alternative für Deutschland, denn Deutschland hat nur noch eine Alternative und das ist die Alternative für Deutschland.
In diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund. Und wenn ihr mich unterstützen wollt, teilt meine Beiträge. Ich schreibe mich noch mit in den Spaziergang ein. Für Frieden und Freiheit. Seid bereit. Alles Gute für euch und viele Grüße dahin, wo auch immer ihr seid. Euer blauer Kanal.